Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Botschaft der Anhänger des erleuchteten Nupismus mit mir, Gaius Julius Caesar. Ja, wir möchten jetzt wieder über die 43. Folge des Medienmogulen Steinballen reden. Es sind wieder einige Dinge passiert, die ich mit euch aufarbeiten möchte. Und zwar erstens kann ich berichten, dass der Bau einer psionischen Armee begonnen wurde. Ich finde das sehr gut. Wir Aden begrüßen diese Entscheidung des derzeitigen Generalsekretärs und der derzeitigen Regierung. Ich habe einen freudigen Gesichtsausdruck inne gehabt und ein kleines Lächeln, als ich die erste Kampftruppe dieser psionischen offiziellen Unopia-Armee gesehen habe. Sie wurden dort vor allem von der Heimatfront beraten, von Herrn Koch unter anderem. Die haben ja schon seit einiger Zeit psionische Soldaten. Und dann ein sehr wichtiger Punkt, in letzter Zeit haben wir sehr viel in der Forschung erreicht. Und zwar können nun unsere Raumschiffe die Forschung unterstützen, und zwar indem sie über dem Orbit von Planeten kreisen. Das wird uns hoffentlich dort auch weiter voranbringen. Was wir jetzt neu erforschen, sind die Plasma-Beschleuniger. Dann haben wir endlich die galaktische Verwaltung erforscht. Und ja, als neue Forschung kommt dann die galaktische Bürokratie, das wird uns ein Kernsektorsystem mehr bringen, aber nochmal zurück zur galaktischen Verwaltung. Denn die hat zwei sehr gute Sachen mit sich gebracht. Einmal einen Regierungssitz, der nun endlich möglich ist. Ich denke, das wird Zeit, dass solch einer gebaut wird. Des Weiteren konnte ein zusätzliches Staatselement hinzugefügt werden, und da hat sich der Generalsekretär für den Zufluchtsort entschieden. Es wurde ein offizielles Dekret erlassen und damit ist jetzt Unopia ein sicherer Ort für alle Vertriebenen jeglicher Spezies. Nopia empfängt also alle mit offenen Armen. Ja, dann wurden auch noch die Jägergeschwader erforscht und als neue Technologie wurden die Impulstriebwerke begonnen. Wir hoffen dadurch weiterhin unsere Flotte zu verbessern, da wir ja trotzdem immer noch ein wenig technologisch hinterherhinken. Neues aus der Föderation. Das WEM-Mandat wurde durch die Chim in unsere Föderation eingeladen. Das ist etwas seltsam, da unsere Zustimmung überhaupt nicht gebraucht wurde oder gefragt wurde. Wir wurden hier also ein wenig übergangen. Das stört uns selbstverständlich, uns Aden vor allem, da ich ja vor allem auch in dem Rat bin, der sich mit der Föderation behandelt. Also ich habe nichts davon gewusst. Trotzdem sind wir natürlich, also stellen wir uns jetzt nicht dagegen, weil wir ja auch die WEM in unserer Föderation haben wollten. Und nicht nur dies, sondern noch viele mehr. Wir hoffen, die auch in weiterer Zukunft noch vergrößern zu können und mehr Föderationsmitglieder zu haben. Aber man sieht hier schon mal unseren schwindenden Einfluss. Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht noch weiter bergab geht, sondern dass wir hier noch uns behaupten können, vor allem als Föderationsgründer. So, dann hat als nächstes das neu dazugekommene WEM-Mandat beantragt, dass der Assoziationsstatus der Syntomorei widerrufen wird. Die Zugan, die Chim und dann auch wir haben aber geschlossen dagegen gestimmt, da wir hier die Syntomorei auch ja mit einem Nicht-Angriffspakt, der ja dem Assoziationsstatus entspricht, sozusagen auf Abstand halten wollen, um auf keinen Fall mit denen in Krieg zu kommen, da ja die Inari eine große Bedrohung sind. Ein Zweifrontenkrieg wäre indes sehr fatal. Aber hier sehen wir jetzt auch schon leider die erste Unstimmigkeit in unserer Föderation, wo wir nicht einstimmig abgestimmt haben. Gut, dann gibt es Neues aus der Außenpolitik. Die Inari haben die WEM, also unser neues Föderationsmitglied, zum Rivalen erklärt. Die ganze Lage spitzt sich also immer weiter zu. Unsere Beziehungen mit den Inari sind jetzt auch erstmals im negativen Bereich bei minus 6 angekommen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es noch so lange wie möglich Frieden gibt, aber wir rüsten auch weiter unsere Armee und unsere Flotte, vor allem auch die Föderationsflotte, um uns im Notfall zu verteidigen mit unseren ganzen Föderationsmitgliedern, falls die Inari dann doch einmal angreifen werden. Weiterhin kann ich den Erlass einer neuen Tradition verkünden, und zwar die föderale Einigkeit. Damit stärken wir die Vielfältigkeit in unserer Föderation und pro Mitglied erhalten wir dadurch plus 5 Einigkeit hinzu. Das ist wunderbar, um unsere Einigkeit noch
stärker zu fördern, um uns auf Nopia einzuschwören. So, dann wollte ich euch auch mal darlegen, wie wir Aden uns denn die weitere Verbreitung des Nopismus, also des Glaubens an Nopia, vorstellen. Das wurde schon von einigen Bürgern mal nachgefragt, jetzt möchte ich das euch offiziell erklären. Wir haben da jetzt halt in der letzten Ratssitzung, im letzten Adensvorstand, einen 3-Punkte-Plan beschlossen, den wir jetzt halt auch schon zum Großteil umsetzen können. Der erste Punkt ist der verstärkte Nopisch-Export. Mittlerweile gibt es auf jedem Unopia-Planeten Nopisch-Plantagen. Wir haben dann auch mittlerweile direkte Handelsabkommen mit allen drei anderen Föderationsmitgliedern, und privat als Fraktion, als Aden, haben wir jetzt auch schon dann begonnen, den Nopisch auf den dortigen Märkten zu verkaufen. Wir können bei der wir kommen bei der Nachfrage kaum hinterher. Und der zweite Punkt war dann das Entsenden von Adenpriestern. Das haben wir jetzt schon geschafft, und zwar auf jeden einzelnen Planeten der Föderation wurden zunächst 3 Priester mit 3 Ordensrittern geschickt, die dann für ihren Schutz zuständig waren, und die sollen jetzt schon mal anfangen, den Glauben an Nopia dort eben zu verbreiten. Wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr Priester dorthin geschickt werden können, aber wir wollen das Ganze ja nicht überstürzen und unsere Föderationspartner nicht verärgern. Aber die 3 Priester jeweils auf dem Planeten verbreiten schon mal Nopias Wort, selbstverständlich nur für diejenigen, die es hören wollen. Gut, der dritte Punkt, das ist noch so ein bisschen die Problembaustelle, der Bau von Tempeln. Zwar haben wir jetzt schon in ganz Unopia auf jedem Planeten eine enorme Tempelverdichtung erreicht. Das heißt, jeder Bürger kann jetzt also, wenn er möchte, in einen Tempel und dort die Priester von Nopia anhören. Allerdings stellen sich unsere Föderationsmitglieder hier leider etwas quer. Die Wem und die Him verbieten es derzeit noch völlig, dass wir dort Tempel bauen. Die Zygan haben wenigstens erlaubt, dass wir jeweils einen einzigen Tempel auf 2 ihrer Planeten bauen. Das ist schon mal ein Anfang. Dort können wir, denke ich, beginnen, und vielleicht schaffen wir es dann mit in weiteren Verhandlungen noch mehr Tempel erbauen zu können. Wir werden weiter hart daran arbeiten, um dann eben noch mehr Tempel zu bauen, noch mehr Priester zu schicken, noch mehr Nopisch zu exportieren, um dann Nopias Glauben in der ganzen Föderation zu verbreiten. So viel erstmal zu dieser Botschaft. Doch, halt, was ist das? Eine dringende Kommunikationsnachricht? Ja, hallo? Hier ist Vorsitzender Julius. Was haben Sie? Mein Name ist Jeff Bridges. Ich habe eine wichtige Nachricht. Ich bin ein Mitarbeiter von Gerald Hooks. Wir haben Varus entdeckt. Mit einer Schar seiner Anhänger versteckt es sich im Miratus-System auf dem dortigen Hauptplaneten. Gerald Hooks hat mir mitgeteilt, ich soll unbedingt sofort Ihnen als allererstes diese Nachricht überbringen. Ja, meine Güte, vielen Dank. Ich werde sofort alles veranlassen. Vielen Dank, Jeff Bridges. Gut, Leute, das kam jetzt etwas überraschend. Aber ich habe ja gesagt, dass ich hier sofort abrufbereit bin. Ich werde jetzt schnell alles weitere veranlassen. Meine Ordensritter stehen hier jetzt auch schon bereit. Mein Transporter wird gerade vorbereitet. Ich habe jetzt schon die nötigen Befehle manuell gegeben. Und dann werde ich jetzt direkt hier mit meinem Schwert und mit meinen Ordensrittern aufbrechen in dieses Myratus-System, um endlich Varus, dem Schlechter, entgegenzutreten. Ich bin ermutigt durch die Rede von Herrn Fegelemann, die der Kanzler auf Nopias Platz vollbracht hat, und bin voller Tatendrang, endlich dieser Gefahr ein Ende zu bereiten, die von Varus ausgeht, der schon so viele in den Tod gerissen hat. Ich kann euch nur versprechen, ich werde sie rächen, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Betet für mich an Nopia, dass sie mir Glück bringt und dass sie mich beschützt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Euer Gaius Julius Caesar.